fleißig gewählt und abgestimmt, und zwar ist es die Mercury Glass geworden. Ich habe vorher schon mal ein Video gemacht, aber es hat jetzt dauernd klingelt, irgendwelche Störungen waren gerade immer da, ein paar Sprudel oder sonst was. Dann hat einer noch ein Geburtstagsgeschenk für den Luca vorbeigebracht. Also da war ein bisschen was los. Ich mache mal gerade die Tür zu. Die ganze Zeit war was, und wir kriegen jetzt dann gleich Besuch. Und darum habe ich gedacht, ich muss das jetzt noch schnell, kurz und knapp, euch die versprochene Lampe zeigen. Ich habe es jetzt natürlich leider schon ausgepackt. Also einmal die Schälchen, Glühbirne habe ich schon rein. Und die schaut jetzt so metallic. Die hat so ein bisschen so kleines, bauchiges Muster her. Und die ist so metallic, chrommäßig, silber glänzend mit so gesprenkelten Pünktchen. Also wenn ihr das auch hier seht, da seht ihr das, dass das so gesprenkelt ist. Genau, das spiegelt mich auch gleich ans Handy. Genau, und so schaut die jetzt halt aus. Der Deckel kommt drauf. Was ich euch auch noch empfehlen wollte, da haben wir jetzt erst letztens drüber geschwätzt. Ihr könnt euch gerne auch eine zweite so ein Schälchen bestellen. Dann müsst ihr nicht immer, falls der Duft, also das Wachs noch duftet, müsst ihr nicht immer rausmachen, extra verpacken, sondern könnt einfach den einen Duft runter und den anderen Duft wieder drauf und habt es einfach flexibler. Ihr könnt es einfach in Schublade tun, reinpacken, und wenn ihr wieder Bock drauf habt, tut es das einfach austauschen und habt es da. Also gar keine doofe Idee. Gerade diese Gläsernen passen fast auf alle gleichen Modelle, also nicht ganz, muss man mal ein bisschen gucken. Wer da Interesse hat und den das interessieren wird, kann sich gerne mal bei mir melden, dann kann ich mich da erkundigen. Aber sonst ist das echt super. Also finde ich echt cool. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das haben wir erst letztens gehabt. Und da denke ich, erst für den einen oder anderen ist das bestimmt ein guter Tipp, dass man dann einfach das dann bloß runternehmen muss und dann das nächste Mal verduftet und dann das wegtut da. Genau. Und zwar einmal die Lampe. Jetzt schauen wir mal, es ist hier relativ hell, ob das hier so zur Wirkung kommt. Ich ahne ja fast nicht, weil wir haben halt kein Dachgeschoss. Ich drehe euch mal um. Da ist es echt schwierig. Also, und zwar schalten wir mal an. Das hat so ein warmes Licht. Das ist fast zu hell, ja. Also es spiegelt trotzdem normal, wenn es dunkel ist, spiegelt es eigentlich auch gar nicht mehr so. Aber es ist so gelblich leicht vom Stich her. Seht ihr das so? Und dieses Gesprenkelte. Ich schaue gerade mal. Eine Pause kann man hier nicht machen, gell? Ich schaue, ob ich euch schnell mitnehme. Wo wäre es denn dunkler vom Raum her? Hier ist auch nicht großartig dunkler, gell? Also das wäre echt. Ich drehe euch um. Nee, ich glaube, ich muss nochmal vorbereiten. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob es da innen gehen wird. Schwierig. Ich glaube, ich gehe echt ins Kinderzimmer. Der hat da einen dunklen Raum. Ah, da ist nur der Vorhang so von vorher. So, dann stellen wir es einfach auf den Boden ab. Dann ist ein bisschen dunkler, zwar auch nicht ganz. Jetzt drehe ich euch um. Du kannst das mal sehen. Und einmal an. Das macht auch hier an der Wand schimmert zu hoch, und am Boden ist es nicht ganz so viel, es ist nur ein bisschen. Manche, die machen ja richtig super tolle Muster, wie letztens die Lampe, wo ich gezeigt habe. Aber die hat, wenn es so ein dunkler Raum ist, hat die echt einen coolen Effekt. Also diese Nichter, wo das sind, das wackelt da immer, gell, diese Schälchen. Tun wir mal runter, dann kann ich euch das gescheit zeigen. Seht ihr das? Und das spiegelt zwar auch ein bisschen, aber jetzt nicht ganz. Und wenn es dann so, die ist eher so klein und bauchig, schaut fast aus wie so ein Feuerwerk auch, wie bei der Nova, so ähnlich. Genau, und das ist die Mercury Glass. So, dann, warte, gar nicht so einfach, wenn er hin und her tun muss, gell? Voll unprofessionell heute. Aber egal. So, seid ihr jetzt da stehen lassen? Mit meiner Hand kriege ich das jetzt so nicht hochgeklopft. Jetzt packen wir mal die andere aus, oder soll ich sie mitnehmen? Komm. So. Laufen wir wieder hinten in die Wohnung. Ja, genau, weil wir haben keine Rollläden und nichts. Und der einzigste dunklere Raum ist der bei meinem Luca, weil ich da mal so Isoliervorhänge gekauft habe, wo es abdunkelt. Genau. So.
Jetzt hat er mal richtige Perspektive wieder. Und ja, jetzt muss ich schauen. Nachrichten kriege ich auch ganz viele gerade heute. Nur ganz viele zum Beantworten haben. Wir kriegen gleich Besuch. Muss ich dann gleich machen. Also, hier ist einmal die Mercury Glass. Und ich habe hier angefangen, die Post euch auch mal zu zeigen und auszupacken. Und was ich ganz schön finde, ist, dass die so ein Milchglas hat. Milchglasschälchen, also im Vergleich zu der. Seht ihr das? Die ist ja ganz durchsichtig. Und das mit dem Milchglas finde ich echt schick, echt schön. So, da ist die Glühbirne noch einmal drinnen. Hier noch die Verpackung. Packen wir auch mal aus. Glühbirne rein. So. Jetzt hat das Kabel. Dann schauen wir mal. Da kommt Schälchen drauf, also dann zeige ich es euch mal. Ich zeige es euch mal schnell ohne Schälchen. Also die ist unten so schwarz, hat hier auch dieses Sensi-Logo drauf. Hi, was packe ich da aus? Die Poist-Lampe, Poist-Lampe, genau. Und zwar da ist auch wieder der Lichtschalter, an- und ausschalten. Und dieses Milchglas finde ich auch echt schön. Da ist die Glühbirne wieder drinnen. Und ihr seht, sie hat ein paar so ausgestanzte, wie sagt man da? Karos, Viereckle. UPS kommt auch noch. Also ich versuche halt Video zu machen. Und es war vorher schon der Hermes da. Dann war die Oma von unten, also nicht unsere Oma, aber die Nachbars-Omi oder keine Ahnung, wie man das sagt. Ältere Dame da, hat für Luca noch ein Geschenk gebracht. Magst du kurz gucken? Es wird wahrscheinlich wieder ein großes Paket sein. Ich glaube, meine Sensi-Club-Bestellung kommt. Genau. Und die ist halt... Genau. Danke, Schatz. Und die ist halt eben ganz schlicht. Also für alle, die wo schlichter wollen, die macht, glaube ich, auch ein warm-weißes Licht. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben es halt hier jetzt wieder hell. Jetzt wird es gleich klingeln. Der S-Mann für mich. Stecken wir mal an. Und dann gucken wir mal zusammen. PS kommt. Mein Sensi-Club kommt, aber ich kriege jetzt gleich Besuch um 3. Wenn sie schon vorher da sind, sind sie schon vorher da. Ich guck mal schnell aus dem Fenster. Aber das ist, ja, klingelt schon. Seht ihr, das UPS ist in der Haus. Es ist zurzeit echt wie verhext. Genau. Aber Luca ist ja schon unten gewesen und die stellen sie eh noch ab und gehen dann weiter. Dann kann ich es dann gleich holen. Genau. Also jetzt drehe ich euch mal um und zeige euch mal die Lampe. Ja, das wird dem nämlich zu groß sein, meinem Kleinen. Das ist zu schwer. So. Oh. Also sie ist wirklich ganz schlicht, dezent für alle, die wo es jetzt eher was Schlichtes wollen. Boah, die ist voll schön. Und die macht nochmal auch richtig schöne, fast wie so ein Sternchen an die Wand. Aber das ist ja jetzt echt, muss ich mit der auch noch rüber. Ich glaube, wir wackeln nochmal schnell rüber ins Kinderzimmer schnell noch. Ich muss euch schnell abstellen. Das ist nicht so einfach, wenn man nicht so einen dunklen Raum hat. Normal müsste ich es abends machen. Aber abends haben wir Teamtraining. Dann kommt mein Mann noch heim. Besuch ist nur da. Und dann wird es schwierig, dass ich da heute noch Zeit finde. Ich wollte es gerne heute noch machen. Genau. Bitte, bitte. Geht's dir gut, Stefan? Wir waren im Urlaub. Richtig schön. Am Gardasee, Badolino. Badolino, Badolina, Bella Italia. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich drehe euch wieder um. Ah, das ist dann wie so Viereckle. Schaut das aus an der Wand. Ich glaube, ich drehe euch um. Na, die andere Kamera ist besser. Die zeigt das besser. Seht ihr das? Also die macht ein paar so kleine, wenn man es näher hin macht, ja. Heute mal wird es größer, okay. Genau. Also so. Also ich finde, die schaut richtig schön aus. Urlaub war heiß, ruhig, entspannend, super schön. Das hat so gut getan, mal rauszukommen. Ja, Luca. Ja, ich komme gleich. Ich muss das Paket von meinem Kleinen schnell holen. Weil das wird zu groß sein. Meine Sensi-Club-Bestellung. Wow, aber ich finde die richtig schön. Also die ist echt so was Schlichtes, was Weißes. Die hat auch so ein warmweißes Licht, so gelblich. Also nicht so ein grelles Licht, sondern ein schönes warmweißes Licht. Kann man das so schön einfangen?
Ja, der Luca-Ruf. Machen wir keine Zeit. Nee, aber das schaue ich jetzt mal schnell. Aber echt schön. Also die gefällt mir echt gut. Und die Mercury Glass ist ja auch noch da. Also, weiß nicht. Jetzt drehe ich mich mal um hier. So. Ich glaube, ich gehe noch schnell eine Treppe runter oder mache hier schnell Schluss. Ich weiß gar nicht. Großes Paket. Ja. Ja, ich stelle euch schnell hierher zu meinem Prinzip. Ich hole mal schnell das Paket. Danke. Du bist eine Katze. Ja. Unsere Karte, ja? Oh ja, das ist groß. Mit den Treppenstufen bis ganz hoch. Ich bin gerade am Überlegen zeigen, ob ich noch schnell zeigen soll, was da drinnen ist. Ich bin ganz geschafft. So, jetzt wollen wir mal das von der Packung da noch rein. Ja. So. Na dann? Ist eine Katze, ja. Der Luca ist eine Katze. Bitte schön da. So. Na dann, spitzeln wir mal rein, was gerade gekommen ist, ganz spontan. Weil sonst werde ich es, glaube ich, nicht gleich rechtzeitig schaffen. Mal schauen. Machst du die Tür noch schnell zu, mein Schatz? Danke schön. Du bist lieb. Ah, natürlich. Meine Wiffbox, juhu! Jeden Monat neu. Überraschung, Überraschung. Ah, da freue ich mich. Das ist immer meine Überraschung. Ah, schön. Und? Ja, es wird spannend gemacht. Nochmal im Karton versteckt. Ist alles mitgeliefert worden? Ja, diesmal ist alles mit dabei. Dann machen wir nochmal auf. Falsch, dann hat es schon aufgemacht. Das kannst du dann so hochwerfen und dann fliegt das runter. Dann muss man auf der Couch runterwerfen. Also nicht den Garten runterwerfen, sondern im Wohnzimmer. So, ich muss schnell, schnell machen. Mein Besuch kommt gleich. Ich glaube nicht, dass die im Live-Video mit dabei sein wollen. Genau, so. Ich habe meinen Club, ich habe jetzt reduziert. Ich habe wieder was rein, was raus. Habe reduziert, weil ich nicht mehr ganz so viel brauche. Meine Duft, den ich immer drin habe, aber schon länger, ist Pina Colada Cha Cha. Hi Leda. Ist auch noch da. Genau, Luca schnuppert jetzt. Genau, Pina Colada, Cha-Cha, den habe ich schon immer drin. Die sind ja jetzt letztens erst wieder zurückgekommen, aber die haben davor schon drinnen gehabt. Das ist noch der alte davor. Winterberry Apple Tea, da habe ich jetzt auch schon mehrere zu Hause. Also ganz so viele brauche ich auch nochmal. Ich glaube, den tue ich jetzt auch raus. Ich vermute schon, dass der wahrscheinlich im Herbst, Winter wieder kommt, weil der war richtig lecker. War mein Lieblingsduft im Weihnachtszeit. Und absoluter Favorit ist ja mein Cozy Cardigan. Den bestelle ich für mich immer mit und meistens wird der geschnappt von meinen Stammkunden. Also der ist eigentlich immer heiß begehrt und immer gleich weg und den habe ich. 2, 3, 4, 5 Mal, also sehr begehrt. Also ich liebe ihn voll. Also ist halt auch mal was anderes. Das ist ein Wohlfühlduft. Am Anfang habe ich zuerst gedacht, ja,
Geht schon, kann man schon mal nehmen. Aber ich habe jetzt so viel Zitrusdüfte jetzt immer gehabt, dass ich oft, wenn ich einen ähnlichen zitronigen, orangigen Duft gehabt habe, dass ich es nicht mehr so gut gerochen habe. Maja, geil, gell? Und jetzt hat, manche wollten nicht einen Sensi-Club machen, haben sie gefragt, ob ich den mit dazu tun kann. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, tue ich halt mit dazu. Passt schon. Und dann habe ich den letztens im Wohnzimmer drin gehabt. Und der war so lecker. Ich habe den so gut wieder gerochen, weil ich ja immer so viel Ähnliches ja immer sonst gehabt habe. Im Herbst, Winter vielleicht eher so ähnliche Düfte wie beim Cozy Cardigan. Aber der ist so, also ich finde immer, das ist so ein Wohnzimmer-Wohlfühlduft, wo man unter Decke reinkuscheln kann und so ganz angenehm. Also nichts Aufdringliches, sondern Luca mag Cozy Cardigan, glaube ich, auch gern, oder? Luca. Den Cozy Cardigan, den haben wir schon öfter gehabt, gell? Der hat keine Zeit, der muss jetzt mit seinem Geschenk spielen, wo er gerade noch Geschenk gekriegt hat. Genau, dann ist natürlich Angel dabei. Den habe ich jetzt nur zweimal, oder habe ihn dreimal? Ich habe ihn, glaube ich, mehr drin gehabt. Wir haben jetzt reduziert mal auf zwei, das reicht mir. Armband habe ich Blue Agave, ja, genau. Mein Liebling, ich glaube, du hast den gelben. Coconut Daiquiri. Gell, habe ich gesehen. Jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt kann ich wieder Status stalken. Nee, was heißt stalken? Aber kann ich wieder anschauen, weil. Hi Tobi, im Ding, Urlaub habe ich kein WLAN gehabt und da habe ich mir auch eigentlich gar nichts angeschaut und Urlaub ist ja auch Urlaub, so ein bisschen runterkommt. Dann habe ich natürlich Palm Trees and Ocean Breeze, den gibt es glaube ich aktuell immer noch. Das war doch der Duft des Monats vom letzten Monat oder vom Mai. Den fand ich auch sehr lecker. Jetzt ist, ja, jetzt ist der Apple Breeze oder wie der heißt, ja genau. Apple Blossom Breeze, oder? Kann es sein? Das ist die Coconut, siehst du? Tobi braucht Dark Harbor, ja, das kann gut sein. Den habe ich auch, den, der ist echt in meinen Favoriten. Ich habe es ja gedacht, weil ich ja eher so maskuliner, männlicher Duft, dieser Dark Harbor, aber der Dark Harbor, der Go Glam, das Beach Daisy, das Ruby Roots, Ruby, wie heißt denn das? Ruby die Katz, will ich mal sagen, wie heißt denn das? Rocky Ruby, Ruby, weißt du, was ich meine? Wie heißt der denn? Ich habe ihn hinten auf der Seite. Rocking Ruby. Wie heißt der denn? Rubbel die Katz, nenne ich den jetzt einfach, diesen roten Rubbel die Katz Duft. So schauen wir, wie er dann richtig heißt. Also Palm Trees and Ocean Breeze, den finde ich so mega lecker, weil der ist voll für den Sommer jetzt. Gerade auch im Bad. Na, jetzt klingelt es, jetzt ist es um. Ja, mach auf, das ist bestimmt der Levi. Jetzt muss sie raus. Dann habe ich noch Lemon Drop It Low. Das war mein allererster Duft. Den habe ich, wegen dem habe ich Sensi Club Abo gemacht. Dann natürlich Pink Sugar Berry Mint, Out of this Monats und Mad About Magnolia. Jetzt muss ich aufhören. Und zu guter Letzt der Dumbo Duft. Also bis dann. Tschüssi, macht es gut. Und Sammelbestellung morgen. Wer mitbestellen will, Disney-Sachen kommen raus. Viel Glück, toi, toi, toi. Warteschleife, die werden schnell weg sein.